Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu No Man's Sky im Sumpf. Von mir entdeckt. Nur von mir. So, ich brauche Energie. Ich kann euch auch mal zeigen. Da oben ein Büppel Energie habe ich noch. Ich glaube, das andere ist ein Schild. Und das werde ich mir jetzt besorgen. Ich glaube, Sprinten ist schneller. So, was ist denn Kohlenstoff? Kann ich das auch scannen? Haben wir schon. Haben wir dich schon gescannt? Nö, haben wir noch nicht. Rutgagosa ebutanata. Haben wir noch nicht gescannt. Sehr gut. Die sind wieder friedlich, oder? Ihr schießt mich nicht ab. In der letzten Folge bin ich ja hier in die Basis eingebrochen. Aber jetzt sind die wieder friedlich. Mein Fahndungslevel hat sich beruhigt. So, hier soll es irgendwo noch eine Kiste geben. War das die Röhre hier? Da brauche ich einen Atlaspass. Sonst ist hier nichts, oder? Die sind alle leer. Die ist auch offen. Die ist auch offen. Welche Kiste hat er denn gemeint? Hm. Den brauche ich einen Atlaspass erforderlich. Habe ich nicht. Kriege ich übrigens durch eine Quest, wurde mir gesagt. Also wenn ich eine Questreihe abschließe, dann kriege ich wahrscheinlich diesen Atlaspass und kann wie diesen Überbrückungsschip kann ich dann wahrscheinlich craften, gehe ich mal davon aus. So, warte mal. Ich will mal ganz kurz gucken, wie das überhaupt aussieht. Wir laden mal auf. Dann laden wir hier auf. Hatten wir nicht noch einen besseren Antrieb? Müssen wir uns mal gucken, was der Scheiß hier wert ist. Guck mal hier. Iridium ist eine ganze Menge wert. Also 13.000 pro je 27. Ach, insgesamt. Das ist der Gesamtwert. Okay, alles klar. Boah, das Gold ist aber auch ordentlich, gell? Also Goldfarm ist bestimmt auch nicht so schlecht, um an Geld zu kommen. Ich würde aber gerne... Wir müssen irgendwie mal Platz schaffen hier. Das wird sonst nichts. Das übertrage ich mal in meinen Anzug. Und dann gucken wir mal, ob wir hier ein Produkt herstellen können. Nee, Quatsch, nicht ein Produkt. Ja, Siri. Eine Technologie. Guck mal, ich kann doch hier einiges... Ich brauche nur für den richtig guten Scheiß, brauche ich irgendwie bessere Materialien. Was hier absolut Sinn macht. Was ist hier? Lollipop? Das ist alles Waffen. Kohlenstoff, Kupfer. Titanium hätten wir. Phasenkühler, Strahlenaufprall. Der Phasenstrahler zerstört Raumschiffe, Asteroiden sind schneller. Bräuchten wir Kupfer und Kohlenstoff. Kohlenstoff ist kein Thema, können wir irgendeinen Baum fällen, aber Kupfer bräuchten wir. Wo ist es? Warte. Ah, haben wir schon entdeckt. Ah, okay. Ängstlich. Jugendlich. Gewicht 0,757 Meter. Größe 55,93 Kilo. Da ist ein bisschen was durcheinander geraten, würde ich mal behaupten. Okay. Naja. So. Wie sieht's eigentlich aus? Ne, das war hier, oder? Da konnten wir sagen... Wegpunkte entdeckt. Alles. Was sind das für Einträge? 28% abgeschlossen. Ist ja eine zweite Seite. 1 von 3. Wie man denn hochladen? Ach so. Das meine ich mit hochladen. So. Hier war es 1000 Credits. Das ist ja nicht so schlecht, ne? Ich lade einfach alles hoch, was ich so entdeckt habe. Jeweils 1000? Ne, die geben nur 500, die Pflanzen. Aber eigentlich wäre es ja sinnvoller, wenn ich die umbenenne und hochlade, ne? Weil jetzt kann ich sie... Aha!
Also wenn ich sie einmal hochgeladen habe, dann kann ich sie nicht mehr umbenennen. Das ist ja auch gut zu wissen. Ne? Muss man sich überlegen, wann man den Kram hochlädt. Am besten, wenn man den ganzen Namen gegeben hat. Ja, aber das mache ich am PC hier mit dem Controller und der Bildschirmtastatur. Das ist echt nichts für mich. So, dann fliegen wir weiter. Okay, dann... Moment, haben wir das schon? Haben wir wohl schon. Scanner wird aufgeladen. Fliegen wir einfach mal hier so auf geringer Höhe über den Planeten. Da ist noch ein Fragezeichen, nehmen wir auf jeden Fall mit. Wir hätten auf jeden Fall noch ein Stück weiter fliegen können. Aber solange wir hier keinen Ärger machen, sollte es ja kein Thema sein, ne? Okay, Regenwald entdeckt. Nehmen wir erstmal den, die Station. Okay, okay. Das Ding ist schon geknackt. Was haben wir denn hier noch rumliegen? Was ist das nochmal? Eisen. Und hier ist doch die Angelika hier, ne? Tja. Exo-Anzug. Eisen, Zink, Plutonium. Das kann ich ja direkt aus dem Raumschiff nehmen, also kann ich das auch übertragen. Okay, dann können wir das wieder übertragen. Okay. So, was haben wir denn noch hier? Okay. Da oben ist noch was. Direkt neben dem Raumschiff. Was ist das da hinten? Schutz? Das hinter dem Berg oder vor dem Berg? Es wird hinter dem Berg sein, oder? Oder ist eine Pflanze, die das Schild auflädt, glaube ich. Schild auf Maximum, ja. Und hier ist wieder ein Wort. Erster. Erster! Das ist wie die YouTube-Kommentaren hier. Das ist mein Schild. Ja. Der Fasler. Schleschbobler heißt das in Hessisch. Das sind die roten Strahlen. Die roten Strahlen zeigen mir Richtung an. Ich scanne nochmal ganz kurz hier den Boden. Nee. Gut, ich renne mal da oben hin. Und ich werde mir einfach nochmal einen Punkt einblenden lassen. Den müsste ich eigentlich haben. Ich müsste eigentlich noch Kohle haben, um mir so ein Überbrückungsschiff zu machen. Material haben. So. Da können wir auf jeden Fall noch einen herstellen. Nee, können wir nicht. Plutonium. Na, fantastisch. Raumschiff. Plutonium. Schiff nicht in Reichweite. Ich krieg die Motten. Ist hier nicht so ein Plutoniumgewächs irgendwo? Da unten. Naja. Da unten? Da? Höhle? Nee, es war auf der anderen Seite, wo die Höhle war. Ach, nee, jetzt muss ich zurückrennen. Fantastisch. Ich kann es übertragen, aber nicht einsammeln. Das ist doch auch Quatsch. Also nicht, ich kann es übertragen, aber ja. In die Container rein. Stimmt. Stimmt. Also hier ist nichts drin. Das kann nicht. Ah, so was. Ein Kühlsystem. Brauche ich Iridium. Okay, na gut, haben wir wenigstens was noch entdeckt. So, dann hole ich mal ein bisschen Plutonium. Weißt du was? Ich fliege direkt darüber, glaube ich.
Wo landet er denn bitte? Oh, was ist denn das da unten? Da ist auch noch was. Unentdeckt. Ah, sehr gut. Du entdeckst wirklich an jeder Ecke was. Kannst du dich allein auf dem Heimatplaneten kannst du dich stundenlang beschäftigen, irgendwie einen Graben zu entdecken? Okay. Oh. Und? Das passt. Oh, ein Cordovax Convergent. Leck mich an, der Bob ist. Ein Würfel. Ein Konvergenz. Was ist denn so ein Ding wert? 27.000. Das ist natürlich schon mal cool. Und ein Schildsplitter und Kraftstoff und naja. Oh je. Lebt ihr noch was? Okay, keine gefallenen Plätze. Warte mal, ich kann doch. Wir müssen Platz schaffen. Titan ist noch Platz. Da ist auch Platz. Okay. Okay, Plutonium. Hier noch so ein. Was ergieße ich denn hier drunter? Mal Plutonium. Ach, das hört sich eklig an, oder? Ah, da sind noch Kisten. So, du warst doch hier auch irgendwie eine Technologie. Datenprotokoll analysieren. Okay, was soll mir helfen? Lebenshaltungsmodul Tau. Okay, und das ist besser oder was? Da muss ich auch mal gucken, wie ich das vergleichen könnte. Wie man sehen kann, was das Ding macht. Okay, in die Gülle laufe ich mal lieber nicht rein. Habe ich irgendwas gesehen? Wie sieht es eigentlich auch mit der Gesundheit aus? Ich habe nur zwei Puppel. Ich brauche mal noch irgendwie... Ist da noch was dabei? Ist da noch Energie dabei? Brauchen wir einen Rotkreuzkasten hier. Oder Drohne. Ah, hier ist so eine Kiste. Nichts gefunden, na vielen Dank. Plutonium. Ja, ist ja, also diese kleinen Kisten zu looten ist ja auch irgendwie blöde, ne? Weil im Endeffekt brauche ich so einen Kristall ab und habe dann viel mehr Plutonium, als so eine kleine Kiste überhaupt beinhaltet. Ich brauche Medizin. Ich würde mich gerne noch ein bisschen... Bin ich wahrscheinlich wieder auf eine Station oder sowas, ne? Aber wir fliegen einfach nochmal ein Stück, mal gucken. Vielleicht kriegen wir noch eine größere Station, dann kann ich ja den, diesen Kubus da verkaufen. Was ist das für ein Strahl hier? Strahl, der da hochgeht. Haben wir schon entdeckt.
Da ist noch eine Fragezeichen. Sehr geil. So. Was haben wir gefunden? Wieder so ein Schildsplitter. Aber auch ein Glück. Das ist Energie. Sehr gut. Sehr gut. Lassen Sie mich durch, ich bin Arzt. Oh je. Aber erstmal scanne ich die. Habe ich die schon gescannt? Ja, habe ich schon. Okay. Es ist pink. Irgendwas nicht entdeckt. Bleu bleu. Ui, das war aber knapp. Wie glaube ich jetzt? 3. Okay, das gucke ich mal, ob ich nochmal so ein Orientierungslaser-Gedöns hier machen kann. Und zum Glück habe ich keinen Platz. Plutonium, Zink, Eisen. Das können wir wegpacken. Aluminium. Nö, dann Chip herstellen. Sehr gut. Genau, online. Monolith haben wir, koloniale Außenposten haben wir, einen Unterschlupf, den haben wir noch nicht. Also, er scannt ja danach, es ist ja nicht gesagt, dass das irgendwie, ne? Wow. Da ist ein Unterschlupf. Wie, der wird mir nur einmal kurz angezeigt. Das hier? Wie weit ist er denn eben geflogen? Will ich mich verarschen? Hat er das jetzt wieder ausgeblendet? Das finde ich noch nie. So. Eigentlich würde ich ja gerne ein anderes Modul einbauen. Kann ich das hier? Geht auch. Dann gucken wir ganz kurz nach den Werkzeugen. Technologie aufgeladen. Okay. Ah, stimmt. Aussteigen. Container. Immer vergesse ich die Container. Da ist wieder so eine Technologie drin. Ah ja, den sollten wir auch mal herstellen, gell? Bist du? Nur eine Tischlampe oder wie? Okay. Ich glaube, ich speichere zur Sicherheit nochmal. Jetzt aber weiter. Wo hat er mir eben den Unterschlupf angezeigt? Ich finde es echt total doof, dass er mir das jetzt wieder ausblendet. Irgendwie auf so einem Hügel. Oh.
Kenn ich das schon? Ganz kurz mal gucken. War ich hier? Ich glaube, hier war ich schon, ne? Das war relativ am Anfang. Eisen. Okay. Warte mal, wir laden jetzt erstmal auf. Boah, das frisst ganz gut, gell? Start und Landung sind... Oh, eine Höhle. Schwebten da. Ist das ein Fehler in der Matrix? Ach nee, das ist doch ein Fels, der schwebt. Okay. Oh. Unentdeckt. Sehr schön. Ach ja. Ja, wenn ihr diese Folge seht, dürfte für euch Samstag früh sein. Das heißt, die PC-Version ist raus. Ja, freue ich mich schon drauf. Alles ein bisschen leichter. Es soll kein Flame Richtung PlayStation 4 sein, weil ich kann verstehen, wenn man sich eine PlayStation kauft. Weil, eine PlayStation ist ja natürlich auch... Oh, Gesundheitswerte steigen. Ich habe irgendwas gefunden. Habe hier so ein Artefakt. Atlas-Pass benötigt. Alles klar. Ein PlayStation 4 zu kaufen ist ja natürlich wesentlich billiger als ein PC, der entsprechend zum Zocken bereit ist, zu kaufen. Da ist noch... Oh, sehr gut. Oh, zweimal sogar Gesundheit. Deswegen kann ich verstehen, dass man sich eine PlayStation holt und einfach die Spiele und dann kannst du auch wieder verkaufen, hast auch einen Restwert. Ich meine, alle Spiele, die du bei Steam kaufst, ist ja, ne, Kapeister, da kriegst du ja nichts mehr für. Also du verkaufst einen Steam-Account, was glaube ich noch nicht mal offiziell erlaubt ist. Ich hatte doch irgendwo noch Gesundheit gesehen. Hä? Scanner wird aufgeladen, okay. Da. Diese Gesundheit kann nicht schaden, ne? Nachdem ich mich hier in diese Station gewagt habe. Nein, nochmal macht's aus. Nehmen, nochmal macht's an. Hell? Okay, ich gehe in die Container. Achtung, Achtung. Minjas geht in den Container. Okay, da ist auf jeden Fall wieder eine Technologie. Oh. Streuschuss. Brauchen wir Kupfer und Eisen. Breitschussadapter. Okay. Okay, da okay. Okay, nichts dran. Was bist du? Riesenantenne, oder? Sieht zumindest so aus. Wie so eine Sendestation oder sowas. Da darf ich doch bestimmt wieder nicht rein. Doch, darf ich. Hallo? Okay, wir nehmen erstmal die Technologie mit. Kampfverstärker Sigma. Hast du schon den Kampfverstärker Sigma eingebaut? Okay, müssen wir schon wieder ein Rätsel lösen, oder? Wie es scheint, blieb ein automatischer Notruf vor langer Zeit unbeantwortet. Wenn ich ein Verschlüsselungsmuster knacken kann, könnte ich vielleicht die Koordinaten extrahieren. Ach so. 1, 2, 6, 24. Okay. Mal 2, mal 3, mal 4, mal 5, mal 6 sind 600, 27. 720. Oh, ich habe früher so Rätsel geliebt.
Notrufkoordinaten. Ui. Up, up and away. Und nu? Isminmoor, Ankunft. Abgestürztes Schiff. Wow, das machen wir noch. Hier ist ja die letzte Folge auf der PlayStation 4, also die zumindest aufgenommen wird. Wer jetzt traurig ist, was hat er denn da gemacht oder so ein Kram, der guckt einfach auf Twitch weiter. Ihr könnt immer meine, auch wenn ich ein Live-Let's Play mache, könnt ihr die ganzen Aufnahmen auf Twitch in einem Stück gucken. Das finde ich super. Ich mag solche kleinen Rätsel, das ist echt gut gemacht. Zwar nicht wer mit Millionär, das ist die 500-Euro-Frage. So, in welche Richtung? Shit, da. Ich dachte schon, ich hätte es verrafft. Notrufkoordinaten, abgeschütztes Schiff, ich rette dir. Oh, wie cool. Wisst ihr, was das... Ah, ich glaube, ich weiß, was das ist. Wir können ein neues Raumschiff kriegen, wenn wir das reparieren. Oh, wie geil. Oh, das ist richtig groß. Vielleicht darf ich es übernehmen. Geil. Oh, krieg die Motten. Beschleunigtes Feuer, Täter. Beschleunigtes Feuer, Täter. So, wir haben keinen Platz im Inventar. Es ist doch zum Heulen. Kein Saft auf der Pipeline oder was? Okay. Hm. Kistche? Leck mich am Bobbes, ey. Aber wir können noch was übertragen. Wir haben noch was im Anzug. Stacken die? Warum auch? Wäre zu einfach. Und noch einen gefunden. Ich glaube, die muss ich loswerden. Das ist auf jeden Fall Fakt. Atlas-Pass. Warum auch nicht? Ja, dann... Boah, wie schwierig. Und nu? Hm. Jetzt können wir nur versuchen, irgendwie alles aufzuladen. Das hier... Okay. Hm. Vielleicht sollte ich irgendwas da lassen oder sowas. Aber wir gucken mal, was das Raumschiff überhaupt braucht. Bei wie viele Minuten sind wir eigentlich? Ich finde immer bei 20 Minuten. Vergleichen auf jeden Fall. Ein Platz mehr. Puh, naja, ein Platz ist ein Platz, ne? Das ist so schlecht jetzt auch nicht. Brauchen wir Karitplatten? Da muss ich erstmal irgendwie was loswerden. Wieder Karitplatten. Aufladen. Reparieren, okay. Okay, verstehe, ja. Hm, jetzt muss ich irgendwie mal Platz machen, dass ich Karitplatten herstellen kann, verdammte Axt. Exo-Anzug. Ich brauche mit Sicherheit Eisen. Ich muss irgendwas loswerden, das ist echt doof. Warte mal kurz. Plutonium Platin, 5000. 2000 insgesamt, 110 pro Unit. Bevor die mir auf den Senkel geht, werde ich das erstmal aufladen. So, bevor die meckert. Ja, also, ich würde sagen, wir sind am Ende einer Folge. Ne? Ich glaube, ich werde noch eine Folge hinten dran hängen. Oder? Habe ich noch eine Folge hinten dran? Wenn nicht, gibt es dann halt an dem Samstag gibt's dann PS4-Gameplay und PC-Gameplay gleichzeitig. Ich will euch das noch zeigen zum Abschluss, oder? Oder lassen wir es als Geheimnis, was mit so einem Schild passiert? Mit so einem Schiff passiert? Nee, wir machen das anders. Ich will mit dem PC weitermachen. Alles, was ich hier an Zeit investiere mit euch zusammen, wenn ihr diese sehen wollt, was mit dem Schiff passiert, dann schaut ihr einfach die Livestream-Aufzeichnung weiter. Ne? Schaut ihr die Livestream-Aufzeichnung weiter und an dieser Stelle ist hier auf YouTube Schluss. Tschüss, YouTube. Wir sehen uns zum PC wieder. Mit mehr Field of View, mit mehr Frames. Und vielen tollen Dingen. Und dann bauen wir das Schiff
hier weiter. Und wer das sehen will, was aus dem Schiff passiert ist, guckt einfach den Livestream oder die Livestream-Aufzeichnung. Oder meine Zuschauer gucken jetzt wieder weiter und ihr kurz im Nachgang, wie ihr wollt. Wir sehen uns bis zur nächsten Folge, vor allem zum PC-Gameplay. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.